Wir sind in London angekommen. Aber wie ihr seht, bin ich alleine. Sanne ist natürlich da. Ja, das Lustige ist, könnt ihr erraten, wo wir sind? Genau, wir sind in den Badezimmern eines Hotels, und zwar in den öffentlichen Badezimmern, weil wir können noch nicht einchecken. Es ist nämlich erst 10 oder so, oder nach 10 oder so. Ja, irgendwo oder so, ich bin jetzt immer noch nicht umgestellt. Wir saßen heute halt schon um 6:45 Uhr im Flieger. Genau. Und ja, ich habe leider mein... heißt das Teil? Stativ? Ah ja, ich habe leider mein Stativ vergessen und deswegen aus Shaky Vlog in London. Bis später. Wir machen gerade lecker was essen und das war so ein richtiger Geheimtipp in so einer kleinen Seitengasse. Und jetzt gehen wir noch ein bisschen rum und wir haben gerade einen Waterstones entdeckt. Nee, natürlich mal. Und das können wir uns nicht entgehen lassen. Guten Morgen! Wir gehen jetzt erstmal zum Wicked Theater und gucken, ob wir Restkarten haben für heute Abend oder vielleicht für heute Mittag. Wer weiß. Bevor wir dann ins Madame Tussauds gehen. Genau, dann machen wir die Alien Experience, weil wir dafür nämlich Freikarten haben. Und dann schauen wir mal, was der Tag noch so bietet. Juhu! Während Sanne noch rumwurschtelt, kann ich euch ja zeigen, was ich gestern Cooles gekauft habe. Und zwar das Buch von Kirsten Ritter Bonfire und das Assigniert! Madame Tussauds in der Hollywood-Abteilung. Genau. Wir haben nämlich Freikarten. Okay, du Leo. Erinnerung an gestern. Richtig. Dazu muss man vielleicht erzählen, dass Sanne und ich gestern Titanic nachgespielt haben in der Wanne. Genau, es lief gestern im Fernsehen. Dachten, Valentinstag gestern. Perfekt. Wir stehen jetzt bei der Alien Experience an. You look disappointed. Perhaps looking for my brother, Sherlock Holmes. Is that right? You must all be the new detectives from Scotland Yard, yes? Yes. Lovely. Now, everybody. Shop von Madame Tussauds. Und hier gibt es einfach nur Star Wars Merch. Ich werde jetzt ein wenig ausrasten. So, und vorhin waren wir ja bei Madame Tussauds. Und es hat sich eigentlich
nur wegen der Star Wars Sache gelohnt am Ende. Also von für uns persönlich. Wussten. Genau, wir wussten gar nicht, dass es die gibt und waren umso überraschter, dass es dann danach wirklich so ein paar Star Wars Figuren gab. Das hat mega geflasht, weil wir uns so gefreut haben. Na, da gab es keinen Kylo Ren. Ich bin jetzt für immer enttäuscht. Nein. Das wird doch irgendwann eingehen. Richtig. Und jetzt gehen wir zum Portobello Road Market. Sonne macht gerade ganz viele Fotos. Wo gehen wir jetzt hin? Wir gehen gerade die Portobello Road entlang. Ja, wir sind ja noch die Hill, oder nicht? Genau. Wie man vielleicht noch an meinem Lippenstift sehen kann, haben wir gerade Wicked gesehen. Und es war so toll. Ich schleiche da jetzt echt schon seit Jahren rum und bin froh, dass wir heute Morgen noch Karten bekommen haben. Und wir saßen einfach in der ersten Reihe. Es war total abgefahren. Und die Show war so toll. Und Sanne und ich, wir haben ganz viel geweint. Und oh, es war einfach nur schön. Und jetzt gehen wir ins Bett. Guten Morgen! 12 Uhr. Ja, es ist 12 Uhr. Aber wir hatten heute schon einen crazy day. Weil, wie ihr seht, ist unsere Umgebung ein bisschen anders. Und das liegt daran, dass wir jetzt in einem Hostel sind. Und guckt mal, wer da ist. Das ist Sanne? Er sieht nur Sanne. Ah! Philipp ist da! Das ist Philipp. Nein. Und Philipp hat mir heute mein Geburtstagsgeschenk mitgebracht. Und das ist einfach der Kylo Ren, Charles. Ich bin ausgerastet. Plan für heute, erzählt mal. Schlafen, nein. Sightseeing, also für mich dieses super klassische Touri-Programm. Und dann heute Abend geht's ins Theater. Yes, Caesar, Mann! Mit Ben Whishaw und David Morrissey. Wann habe ich denn das letzte Mal gevloggt? Also nein, ich habe noch zwischendurch so ein bisschen Aufnahmen. Ja, ich habe ein bisschen für euch gezeigt, was wir heute gemacht haben. Wir haben mit Philipp eine Touri-Führung durch London gemacht und waren bei Waterstones schon wieder. Ich bin schuld. Genau, Philipp wollte sich bei Waterstones ein paar Bücher kaufen. Ja, hat es sich. Du hast dir 3 Bücher gekauft. Ja. Signierte Exemplare. So, und Jenny kommt jeden Moment, worauf wir uns alle schon mega freuen. Und leider hat ihr Flug Verspätung und sie schmeißt gleich wirklich nur den Koffer rein. Dann gehen wir sofort los, weil wir haben Karten für Julius Caesar und wir sind eigentlich schon spät dran. Aber wir müssen es eigentlich noch alles in Zeit schaffen. Das ist Anne. Hallo. Guck mal, passend zu dritt das Bild. Krass. Kamera ist auch weit genug. Entschuldigung. Ja, und jetzt warten wir auf Ginny. Genau. Und dann geht Julius super. Caesar gucken. Da werde ich euch nicht mitnehmen. Ich werde euch vielleicht ein paar Fotos einblenden. Ansonsten sehen wir uns morgen. Was machen wir morgen? Cursed Child! Also eigentlich wollte ich heute nicht mehr in die Kamera sprechen, aber Julius Caesar war wie gut auf einer Skala von 1 bis 8.000? 3 10.000. Millionen. Ja, 5 Milliarden gut. 5 Milliarden gut. Das war so krass. Also wir haben im Pit gestanden und die Bühne hat sich andauernd bewegt bei jeder Szene und man wurde von den Stage Ninjas auch quasi so angeschrien, so move, move, move. Es war wie in so einem Kriegslager danach auch tatsächlich, weil es war Krieg nachher. Oh mein Gott, ich habe gar nicht die Worte, um das irgendwie zusammenzufassen. Es war grandios. Und man wurde auch die ganze Zeit integriert. Das war irgendwie so das Abgefahrene. Man musste dann die ganze Zeit Caesar schreien und auf einmal war so ein riesiges rotes Tuch über uns, das wir auf die Bühne tragen mussten. Dann hat es Asche geregnet. Das war super weird. Und ich habe tatsächlich hier auch noch ein wenig Kunstblut an meinem Arm. Und die Sanne wurde auch angeblutet, als Caesar erschossen wurde. Spoiler! Ja, komm! Wer das Shakespeare-Stück nicht kennt, ja. Ja, da. Alleine die Tatsache, dass dort zwei Schauspieler mitgespielt haben, die ich sehr, sehr gerne mag, nämlich David Morrissey und Ben Whishaw, das war alleine schon mega ein Bonus für mich. Aber das Theaterstück an sich war einfach so phänomenal gut. Die Monologe, wie viel die auswendig gelernt haben. Und man war halt einfach wirklich mittendrin die ganze Zeit. Also ich stand 10 cm vor Ben. Und ja, Jenny hat gleich Geburtstag. Yay! Yay! Und Sanne geht jetzt duschen, wie man sieht.
Yay! Endlich geht sie duschen! Oh. Jenny hat mir Ducktape mitgebracht, weil mein Koffer ist nämlich kaputt gegangen. Der Reißverschluss ist kaputt gegangen und Ducktape! Da ich, wie gesagt, morgen nicht filmen, also nicht meine Kamera mitnehmen werde zu Cursed Child, werde ich euch ein bisschen mit dem Handy mitnehmen. Ich habe auch ein paar Eindrücke von Julius Caesar gemacht. Es beläuft sich allerdings auf ein Foto mit David Morrissey, das ich euch jetzt einblenden werde. Und einen kurzen Clip, den wir nach dem Theater gemacht haben, der jetzt kommt. Und damit gute Nacht. Ach, du filmst. Ja, winken! Man sieht halt nichts. Nö. Guten Morgen. 100 Punkte. Okay. Guten Morgen. Guten Morgen. Jenny hat Geburtstag. Immer noch. Immer noch alles Gute. Für immer. Genau, für immer. Ja, wir gehen heute Cursed Child gucken. Und dementsprechend machen wir uns auch gerade fertig. Ich kann, wie gesagt, keine Kamera mit reinnehmen. Mal schauen, ob wir so ein bisschen zwischendurch filmen und fotografieren mit dem Handy. Und ich freue mich schon so. Jenny und ich gehen als Scorpius und Elvis. Und wir müssen auf jeden Fall dann noch... Genau. Also sieht man jetzt noch nicht, weil Jenny schon. Und wir müssen auf jeden Fall gleich noch ein Foto machen. Auf jeden Fall. Wir haben gerade unsere Karten eingesammelt. Zeig. So, Party People. Wir machen jetzt Pause. Jetzt gibt's noch ein Brot, bevor es dann zu Cursed Child geht. Und wir gehen noch ins Haus Mina Lima vorher. Das wird ganz toll. Wie sehr freut ihr euch auf eine Skala von 1 bis 1000? Wie heißt das? 10 on fire. Nein, so, wenn das Girl auf 1 zu 10 bin ich on fire. Total. Jenny, wie ist dein Geburtstag bisher? Super. Könnte nicht besser sein. Überblendet. Sanne kommt wieder zurück. Die Dusche scheint nicht frei zu sein. Sanne hätte gerne Musik. Ja, ich hätte gerne Musik. Ja. So Party in der Dusche. Bis gleich. Warte, du bist out of focus. Grab Watkins. Und? Das ist hier die Frage. Hallo, sowas kommt ja nicht auf meinen Vlog. Ich muss dich schon wieder piepen. Du musst mich immer piepen. Genauso wie zensieren. Ich mache in deinen Finger. Hallo? 1, 2, 3 auf 3, okay? Das wird eh nichts. Bis morgen! Jo.